Och Leute, ihr seid immer wieder zu früh da. Immer wieder deutlich zu früh. Ich bin doch noch gar nicht bereit für ein Video. Jetzt, wo du schon da bist, will ich dich natürlich nicht wegschicken. Also, auch wenn du deutlich zu früh bist. Ich meine, ich konnte nicht mal meinen Kaffee zu Ende trinken. Mein 10. Denn wir sind zurück bei Homo Evolution. Deinem und meinem Lieblingsspiel. Was? Du sagst, es ist eher dein Lieblingsspiel als meins. Ich meine, du weißt aber schon, dass du mit dem größten Pro in Homo Evolution redest, okay? Ich habe dieses Spiel schon gespielt, seitdem ich geboren bin. Nun, aber lass uns weitermachen und heute eine neue Epoche beginnen. Und gucken, was für komische Wesen noch so rauskommen werden, weil dieses Spiel ist immer für eine gute Überraschung offen. Abonnieren kostenlos, um keine Videos mehr dazu zu passen. Bei 1000 Likes in einer Stunde lade ich so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Okay, Leute, wir holen jetzt erstmal die neue Welt, würde ich sagen. Wir machen einfach ganz normal weiter, schätze ich mal. Also, wieso nicht? Wir brauchen 43,7 AE für Oberon. Und da sind wir auch und wir können sogar Missionen sammeln. Sehr schön. Und wir sollten in der Lage sein, normalerweise eine neue Mission wählen. Erstmal gehen wir auf den Planeten und jetzt sind wir hier. Auf dem neuen Planeten. Ziemlich cool. Normalerweise sollten wir jetzt auch andere Missionen bekommen, oder? Lass mal sehen. Für 12 Stunden nehme ich die am besten. Das definitiv das Beste. Sehr schön. Jetzt schaue ich Werbung für viermal mehr Geld. Zweimal. Wie immer eigentlich. Naja, es geht am Anfang ganz normal weiter, Leute. Am Anfang ist alles gleich. Das Spiel ist, wenn man anfängt, auf jedem Planeten genau gleich. Und die Evolution geht ja in eine andere Richtung. Das ist das Ding. Und dieser kleine Bug, ich schätze mal, ich werde ihn euch einfach zeigen. Ich meine, ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen. Oder ich werde ihn nicht zeigen, weil in der letzten Welt wird ein ganz anderes Endmonster angezeigt, als da normalerweise war. Davor war Krawattenkrake dort, wie ihr euch erinnern könnt. Das war die letzte Spezies der Evolution. Und jetzt ist da was ganz anderes, was ich noch nie gesehen habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das zeigen werde, weil ich meine, irgendwie ist es ein bisschen Spoiler, richtig? Ja, es ist ein bisschen Spoiler, steht fest, Leute. Das heißt, ich könnte das eigentlich in diesem Part einfach so machen, oder? Ja, in dem Part könnte ich das machen, das mit dem Tierchen, was gerade angezeigt wurde. Oder wieso nicht die Tierchen? Das sind definitiv Menschen, die sich in etwas entwickelt haben. Okay, ich werde es nicht zeigen, wir werden jetzt aber in diese Richtung gehen, okay? Es ist super merkwürdig und du wirst sehen, was ich meine. Weil es gibt auch ein paar Leute, die haben es nicht gespielt, okay? Und an die denke ich quasi auch mal, okay? Viele haben schon gespielt, aber viele noch nicht. Deswegen, wir gehen heute in eine Richtung. Die wird dir zeigen, dass du nicht so viel Sport machen solltest. Verbessern wir erstmal das hier. Wir haben 1,3 AF. Was ist bitte AF? Und wieso existiert sowas wie AF eigentlich? Jetzt mal ohne Witz. Wie viel kann ich davon holen? Eine Menge, ne? Damn, das ist episch. Wir bekommen jetzt richtig viele Eier wenigstens. Der Staff ist freigeschaltet. Wieso zeige ich euch den Anfang? Bitte. Danny, hör auf, den Leuten den Anfang zu zeigen. Das wollen die nicht mehr sehen. Wir haben den schon Millionen Mal gesehen. Es geht los, Leute. Endlich. Oh mein Gott. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, in diesem Part bin ich leider gezwungen, zu Bro zu gehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dort dieses Wesen ist, was mir schon angezeigt wurde, okay? Wie gesagt, in der letzten Welt war ein ganz anderes Wesen, als ich dachte. Deswegen, das ist der richtige Weg. Wir sollten da lang gehen. Und ich werde erstmal Werbung schauen für viermal mehr Geld. Nun, jetzt, wo wir das haben, boah, viel Geld wir bekommen. Heilige Kacke, wie schnell geht das bitte hoch? Okay, ich will nicht überreden. Das geht mir deutlich so schnell, Leute. Ich komme darauf nicht klar. Wir können so viele AF ausgeben jetzt dafür. Das ist echt unnormal. Boah, wie teuer ist das? 187 AF. Gott, die Wesen werden aber auch immer teurer, ne? Unnormal, ey. Ich muss mal ganz viel davon spawnen. Ganz, 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 ganz viele. Wir wollen ja auch weiterkommen, Leute. Das ist tatsächlich eine Sache, die haben wir auch schon gesehen. Wir wissen, was hier rauskommt. Es wird erst wieder spannend nach dieser Epoche, denn dann wisst ihr wieder nicht, was rauskommen wird. Ich habe jetzt das allererste Mal AG-Geld. Was nochmal AG ist, aber es ist eine Menge, da bin ich mir sicher. Boah, Alter, ich muss so viel Geld rein investieren. Oh, die Münzen, die sinken so extrem. Oder die Juwelen, ja gesagt. Die geilen, scharfen Juwelen. Wir sind jetzt bei ihm. Einer mehr davon und wir fahren mit der neuen Epoche. Yeah, es geht los. Nice, Sport. So, da gehen wir weiter, denn ich zeige euch am Ende der Folge, was ich meine, okay? Ihr werdet sehen. Aber ich muss den Weg gehen, weil das Tierchen muss für Sport sein. Es geht nicht anders. Und ich sage immer wieder Tierchen, weil es keine Menschen mehr für mich sind. Er macht ganz normal Sport. Er hat seine Hanteln. Cooler Typ. Das bin ich. Das bin ich. Ja, das bin ich. Ein cooler Typ. Die Frage ist allerdings, wie wird es weitergehen? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Und ich denke, ich werde wieder Juwelen holen müssen. Oh, wir könnten sogar spinnen, ne? Stimmt, Leute. Das könnten wir theoretisch tun. Ich meine, wieso nicht? Wie Geld gibt mir das jetzt eigentlich? AG. Boah, 84.000 AG. Das ist nicht schlecht. Oh mein Gott, meine armen Juwelen. Meine armen Juwelen. Ich glaub's gerade nicht, Leute. Was gerade mit denen passiert? Ich glaub's gerade nicht. Ist okay, Leute. Ich kann damit leben. Ich schau mir gleich einfach neue. Ich weiß zwar nicht, wie ich meine Miete zahle, aber ist okay. So, jetzt ist die Frage. Was passiert, wenn wir einen normalen Bodybuilder, mich, einfach mich, ich bin ein Bodybuilder, okay? Der coolste der Welt. Aber was passiert, wenn wir mich mit mir selber kombinieren? Dann kommt ein Fitness-Trainerin raus. Ja, das ist richtig. Wenn man zwei Fitness-Typen miteinander kombiniert, kommt eine Fitness-Trainerin raus. Jetzt weißt du's. Unglaublich, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber wir haben eine Fitness-Trainerin. Was schon ziemlich nice auf jeden Fall. Gute Figur. Mehr Juwelen. Ich will gar nicht hinschauen, Leute. Es tut so weh. Aber es lohnt sich. Das weiß ich. Für mein Land. Das wird immer teurer. Oh nein, ich habe keine Juwelen mehr. Leute, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Mal war das Beste draus. Mal war das Allerbeste jetzt draus, okay? Ja? Sieht gut aus. Wir haben wenigstens noch einen neuen Charakter. Und wir jetzt
2 Fitnesstrainer und jetzt Fitnesstrainerin plus Fitnesstrainerin macht einen Bodybuilder. Das heißt, ein normaler Typ entwickelt sich zu einer Fitnesstrainerin, die noch dünner ist als der Fitnesstrainer, also der normale Trainer oder als der normale Sportler. Und dann wird sie zu einem Bodybuilder. Alles klärchen. Ich meine, ja, der Bodybuilder hat echt nette Arschbacken oder was auch immer das sein soll. Nice, wir haben einen Bodybuilder. Wundervoll, Leute. Das ist super toll. Jetzt habe ich keine Juwelen mehr. So, ich will eigentlich gerne ausrasten jetzt, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Leute, ich muss mir mehr Juwelen holen. Es geht nicht anders. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 21. Zahlung erfolgreich. Bitte, YouTube Money, verzeih mir das. Okay, wir haben jetzt wieder Juwelen. Hey, mir ging's immer gut, Leute. Mir ging's immer gut. Hol mir ganz viele Imbiss, viel Flasche. Bitte, ganz viele. Also, wir haben so viele jetzt, Leute. Wir können ganz viele spawnen. Oh mein Gott. Das ist schon ein Traum, der gerade in Erfüllung geht für mich, Leute. So weit wollte ich unbedingt mal kommen. Alter, wie geil, ey. Und kommen jetzt alle, ja? Zwei Bodybuilder. Dann kommt ein verknoteter Yoga-Guru. Damn, die ist aber ganz schön verknotet. Und wieso verknotet? Ich meine, Yoga ist ja eigentlich, hat ja nichts mit verknotet zu tun, eher was mit dem Gegenteil. Weil verknoten ist ja so komplett unentspannt. Und Yoga ist ja zum Entspannender. Also, wieso kommt ein verknoteter Yoga-Guru raus? Und was ist überhaupt ein verknoteter Yoga-Guru? Und wie oft soll ich das Wort noch sagen? Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und wieso hält sie eine Karotte in der Hand? Ich habe so viele Fragen, die ich mir da stelle. Okay, ist egal, Leute. Wir akzeptieren das. Wir spawnen ganz viele davon. Es muss ja einen Grund geben, wieso ich die geilen Juwelen geholt habe. Jetzt spawnen wir ganz viele Fitness-Dinger und gucken, was alles rauskommen wird. Wisst ihr was? Manchmal kann man sich auch zu viele Fragen stellen. Das ist ein Fakt, Leute. Manchmal kann man sich zu viele Fragen stellen. Man sollte das nicht tun. Wozu überhaupt? Ja, das sieht schon mal gut aus. Sehr schön. Und verknoteter Yoguru plus verknoteter Yoguru macht ein cooler Crossfit-Turner. What the frick? Was ist ein cooler Crossfit-Turner? Was tut er da überhaupt? Ich meine, wieso hat er Hand denn auf seinem Kopf? Und wie kann er überhaupt sein Gleichgewicht halten? Der Typ ist wirklich cool. Wenn man da sein Gleichgewicht halten kann, dann ist man cool, okay? Und jetzt können wir sogar ganz viele Athleten sofort holen, was ebenfalls ziemlich geil ist. Die werde ich natürlich alle spawnen, Leute. Genau. Sehr schön. Wir kombinieren die einfach alle. Oh mein Gott. Ich werde jetzt nicht seinen Namen nochmal erwähnen, weil er so extrem lang ist. Aber was passiert, wenn wir die beiden miteinander kombinieren? Da kommt ein Proteinmutant. Die gibt's auch im Echtleben, Leute. Die gibt's im Echtleben. Aber das sind doch eigentlich Bodybuilder, oder? Oder sind Bodybuilder eher Steroiden-Mutanten? Ich weiß nicht, Leute. Also, dieser Proteinmutant ist sehr viel Protein. Er hat immer Proteine dabei. Egal, wo du ihn siehst. Egal, ob es eine Familienfeier ist. Er hat immer Protein dabei. Egal, was er tut. Und er isst auch immer das Protein. Also, er ist quasi eine absolute Legende. Schau ihn dir mal an, wie schön er aussieht. Jetzt können wir sogar Fitnesstrainerin ganz, ganz oft spawnen. Gott, es lohnt sich wirklich immer, die Juwelen zu holen. Ich glaube, es wird sogar reichen bis zum Ende des Spiels, Leute. Das könnte sogar sehr wohl sein. Ziemlich episch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben gleich genug, glaube ich. Ich glaube es halt nicht. Wir brauchen noch ein Proteinmutant, dann sehen wir, was das letzte ist. Wir haben zwei Proteinmutanten. Und jetzt sollte normalerweise das letzte rauskommen. Lass mal sehen, was passiert, wenn wir zwei Proteinmutanten miteinander kombinieren. Genau, auf jeden Fall, ist klar. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal. Das dachte ich mir nämlich, Leute. Es ist ein Bug. Soll ich euch zeigen, was normalerweise rauskommt, Leute? Soll ich euch zeigen, was normalerweise rauskommt? Wir gehen jetzt zurück zur letzten Welt. Und jetzt, schaut es mal an. Das kommt normalerweise raus. Ja, ich habe auch Gänsehaut. Das kommt normalerweise raus. Und aus irgendeinem Grund, wenn wir mal zu der Karte gehen, ist es vertauscht. Herr Muskelprotz ist mit Krawattenkrake vertauscht. Ich habe wirklich die Folge gestartet. Und ich sagte mir, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie, das ist so merkwürdig. Nur ich wollte es nicht unbedingt zeigen, weil für die Leute, die nicht wussten, was da rauskommt, da wollte ich es halt spannend halten, aber was zum Teufel? Jetzt wisst ihr, was da rauskommt, Leute. Das ist richtig. Das hier. Was ist das? Schaut euch mal diese ganzen Adern an, Leute. Irgendwann wird Bodybuilding genauso aussehen. Bei Bodybuilding gibt es keine Grenzen. Obwohl, theoretisch schon, aber das ist so krass, Leute. Dieser Typ ist Mr. Krabs. Das ist quasi ein Mr. Krabs, der Bodybuilder geworden ist. Das ist ein Mr. Krabs, der sich entschieden hat, keine große Krabbe aufzumachen, sondern der jetzt ein Bodybuilder sein will. Das ist richtig. Beim nächsten Mal brauchen wir 10 Aha, was wir normalerweise bekommen sollten, theoretisch. Wir haben jetzt 2 davon, damit beim nächsten Mal, damit wir auf jeden Fall die 10 Aha haben, um dann zum nächsten Planeten zu kommen. Aber nun, Leute, das war's für die Folge von mir davon. Lasst es noch oben da unten. Solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu passen. Aktiviere die Glocke, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, sobald ich ein Video hochlade. Und du gehörst zur Lockengang. High five, Lockengang. Check gerne meinen Shop aus. Da gibt's ein ganz geiles Angebot, was nicht mehr so lange geht, wo du ein kostenloses T-Shirt bekommst oder ein Licht oder ein Turmbeutel, wenn du ein Pullover bestellst. Du bekommst sowas
was kostenlos dazu, nur für eine bestimmte Zeit. Also, wenn ich jetzt, wann dann? Link in der Beschreibung zum Shop und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, bye bye! Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!